Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Gin Yakuza mit einer neuen Folge von Black Mirror. Also, in der letzten Folge haben wir noch nicht viel erfahren. Also, wir wissen ja, dass es der Sohn ist, den wir da gerade gespielt haben, war der Vater von den Jungen. Also, ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll. Ja, auf jeden Fall spielen wir den Sohn. Ich hab seinen Namen vergessen. Ach, scheiße. Egal, Leute, komm, wir spielen weiter. Es gibt drei verschiedene Türen. Also, untersuchen. Ich habe meine indischen Schulfreunde gern mit Geschichten von Rittern in strahlender Rüstung erfreut. Untersuchen. Katze, Klappe. Ich liebe dich. Nehmen. Untersuchen. Die Kälte scheint den Bewohnern des Hauses nichts auszumachen. All die Feuer kämpfen einen aussichtslosen Kampf gegen die Zugluft. Nehmen. Ein Ohrring. Ich bezweifle, dass er absichtlich in die Asche geworfen wurde. Jemand muss ihn verloren haben. Okay. Gegenstände? Ohrring? Untersuchen? Mode ist nicht mein Fachgebiet, aber er scheint eher altmodisch gestaltet zu sein. Okay. Nein! Inventar! Okay. Untersuchen. Ein Abschiedsgeschenk meiner Mutter. Um mir den Weg durch das Dunkel zu zeigen, meinte sie. Okay, weiter. Haben wir schon untersucht? Brief von Davids Mutter. Mutter wird wohl den ganzen Tag im Garten arbeiten, während ich weg bin. Wie immer, wenn sie sich sorgt. Mutter wird wohl den ganzen Nein. Tag im Garten arbeiten, während ich weg bin. Wie immer, wenn sie sich sorgt. Okay. Okay, da ist nichts. Tagebuch untersuchen. Okay, das könnt ihr gerne lesen, Leute. Ich lese das nicht. Und blättern. Okay. Anscheinend nichts. Finden Sie einen Weg, den Schreibtisch in der Bibliothek zu öffnen. Okay. Da ist eine Tür. Da ist noch eine Tür, oder? Nein, nur der hier. Okay. Untersuchen. Verschlossen. Schade. Da geht's wohl nur da rein. Was da gibt, erfahren wir gleich jetzt. Ah, das war's. Okay. Gehen wir mal da rein.
Wir sprechen ihn gleich an. Ah, da geht's Treppe nach oben. Was? Und sogar schneller, geil. Okay, von da. Okay, wir sprechen ihn mal an. Wo ist das Arschloch jetzt? Ach doch, nicht da oben gehen. Nicht da oben gehen. Okay. Okay, da ist das. Da ist er. Untersuchen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich habe ein System und will nichts durcheinander bringen. Lady Gordon ist sehr bedacht auf Vertraulichkeit. Selbstverständlich. Haben wir etwas zu verbergen? Ja, hat er. Die Erbschaft? Seine Arbeit? Okay, die Erbschaft? Kannten Sie meinen Vater? Ich wurde zum Haus berufen, kurz nachdem Ihr Vater angekommen war. Wozu wurde ein Anwalt benötigt? Aufgrund der komplexen lokalen Gesetze, die ich erwähnte. Ihr Vater ging fort, als Lord Edward starb, also wurden die rechtlichen Formalitäten zur Übertragung des Hauses nie durchgeführt. Soll das heißen... Aber nicht doch. Es wird keine Probleme geben, das Anwesen auf Ihren Namen zu übertragen. Wenn Sie das wünschen. Seine Arbeit? Das sieht entmutigend aus. Aber lohnenswert. Und faszinierend. Faszinierend? Auf jeden Fall. Die Geschichte der Familie Gordon reicht ungemein weit zurück. Stimmt es, dass wir eine der ältesten Familien in Schottland sind? Oh, sie sind viel mehr als das. Die Gordons besitzen dieses Land seit der Antike, bevor es überhaupt Aufzeichnungen gab. Dann sind da noch ein paar ungewöhnliche örtliche Gesetze. Es ist teilweise eine Herausforderung, aber eine sehr willkommene. Meine Dokumente? Hatten Sie schon Gelegenheit, meine Papiere zu überprüfen? Ja, und es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass alles in Ordnung ist. Meiner Funktion entsprechend muss ich Ihnen allerdings sagen, dass das Familienvermögen durch Edwards Tod und die Abwesenheit Ihres Vaters über die Jahre erheblich geschrumpft ist. Aber der wahre Schatz sind das Schloss und das Land selbst. Ich habe noch nicht so viel Zeit hier verbracht, wie ich gerne würde, aber dieser Ort ist einzigartig. Nun denn, es war ein langer Tag. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich hole mir noch etwas zu lesen und gehe dann ebenfalls zu Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay. Jetzt gehen wir untersuchen. Verschlossen. Verschlossen. Oh, Scheiße. Irgendwas, womit ich es öffnen kann? Okay, nichts. Finden Sie einen Weg, den Schreibtisch in der Bibliothek zu öffnen, okay?
Dann gehen wir da rein. Was gibt's denn da zu sehen? Okay, da ist nur ein Schrank. Wer ist denn der denn? Er ist der blind? Sie haben mich erschreckt. Sie haben mich erschreckt. Ich habe sie gar nicht gesehen. Sie haben mich ziemlich erschreckt. Warum in, Sie sind? Sie sind... Ich bin der, der verhindert, dass das Haus völlig zuwuchert. Mein Name ist Rory. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ich bin David Gordon. Ei, hab gehört, dass du heute kommst. Warum im Dunkel? Wieso sitzen Sie hier im Dunkeln? Für mich ist es hell genug, Junge. Ah, Ihre Augen. Verzeihung, mir war nicht klar. Ich sehe mehr als die meisten, Söhnchen. Gärtner seid? Wie lange arbeiten Sie schon für die Gordons? Ich bin schon immer Gärtner. Und ich gehe manchmal angeln. Am See ist es wunderschön. Beruhigt die Nerven. Kannten Sie meinen Vater? Kannten Sie meinen Vater? Ich kannte ihn. Ei, eine Schande, was Sie mit ihm gemacht haben. Wie meinen Sie das? Wer sind die? Gehen. Oh, ich lasse Sie dann mal zu Abend essen. Ein Gordon zu sein kann ein Fluch sein, Junge. Dein Vater hat das am eigenen Leib erfahren. Sieh dich vor, nicht in seine Fußstapfen zu treten. Ah, tätowiert. Untersuchen. Blut. Nicht menschlich, nehme ich an. Okay, nehmen. Besser auf Nummer sicher gehen. Ja, klar. In die roten Hosentasche zu verstecken. Untersuchen. Alt, aber robust. Ein wenig wie der alte Rory. Okay, da geht's weiter. Aber erstmal untersuchen. Ah, öffnen. Vielleicht kann ich das noch gebrauchen. Ein Draht? Des Diebes bester Freund. Und gut für so manch einen Fakir-Trick. Ah. Rory.
untersuchen. Ist einfach in der Dunkelheit verschwunden. Untersuchen. Der Keller kann bis morgen warten. Okay, gehen wir mal rein. Jetzt wissen wir, wie wir das öffnen können. Also, ich finde dieses Spiel so geil, irgendwie geil. So, jetzt richtig. Okay, jetzt öffnen. Messer verwenden? Nein, Draht verwenden. Das könnte ein Weilchen dauern. Ich muss es vorsichtig versuchen und... Oh, na bitte. Kratzer oder kein Kratzer? Untersuchen. So, untersuchen. Ah! Das ist nicht die richtige Kombination. Wie viele? Entdecken Sie das Geheimnis des Schreibtisches in der Bibliothek. Untersuchen, untersuchen, öffnen. Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Das wird helfen. Wie? Was? Okay. Warte mal kurz. Ah, warte mal! Warte. Oh, ich weiß nicht, was 2 ergibt. Minus... 4 plus 9. Ergibt 2. Oh, verdammt, das ist so schwierig, dieses Rätsel. Öffnen. Verehrte Lady Gordon, ich schreibe Ihnen mit größter Dringlichkeit. Ich benötige Informationen über meinen Patienten, Ihren Sohn, Mr. John Gordon. Während unserer Gespräche macht er Andeutungen über sein Verhältnis zu seinem Vater, geht aber auf Nachfrage nicht weiter darauf ein. Auf meine vorherige Bitte haben Sie nicht reagiert, deshalb schreibe ich erneut, um mit Nachdruck darauf zu bestehen, dass Sie mir die benötigten Antworten zukommen lassen. Die Genesung Ihres Sohnes hängt davon ab. Hochachtungsvoll, Dr. Lea Farber, Bethlehem Hospital, London. Welche Geheimnisse über meinen Vater verbirgt Lady Margaret? Okay. Untersuchen. Verschlossen. Okay. Nichts zu bedeuten. Okay. Ich finde, das ist so schwer. Warte mal, richtig schwer, Mann.
Ich versuch's mal. So. Vier minus. Zwei ergibt. Zwei. Also, warte mal. Das muss ein Vier sein. Vier. Nein, Quatsch! Zwei und das muss ein Vier sein. Okay. Jetzt noch das Dinger noch. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Eins, zwei, fünf. Eins, zwei, drei, fünf. Warte mal kurz. Eins plus zwei plus drei ergibt fünf. Nein. Das ist ein fünf. Das ist ein fünf. Man sieht das. Ah. Nein. Okay, was ergibt denn 5? Ich muss das mir noch mal gucken. Nochmal, ich habe irgendwie das falsch gemacht. Ah. Moment mal. Okay. Ich schätze mal 8 minus 6 ergibt 2. Okay, dann kommt da die 8. Mal gucken, ob das richtig ist. Ich weiß es nicht. Okay. Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Das wird helfen. Aha. Okay. Na, mal. Warte mal. So schwierig. Das ist so schwer, Mann. Ich bin sowas nicht gut, ey. Warte mal. Ah, verdammt. Okay, ich bin mir sicher, das ist eins, zwei. Das mussten drei sein. Okay. Das ist die acht. Dann müsste das der zweite.
Was war noch mal? 8 minus 6 ergibt 2. Dann müsste es ein 6 sein. Und das hier müsste, wie das aussieht, ein 1 sein. Komm, bitte, lass es. Oh, ich hab's! Ich hab's! Mal sehen, was Vater vor seiner eigenen Familie verstecken wollte. Wie geil, ich habe es. Wie geil. Irgendwie bezweifle ich, dass jemand außer meinem Vater den Schreibtisch öffnen konnte. Mit diesem Schlüssel komme ich ein Stück weiter. Entsperren. Erfasst. Diese Seite scheint fertig zu sein, aber da muss es noch mehr geben. Oh, welch ein aufwendiges Möbelstück. Okay. Okay, haben wir schon erledigt. Okay. Entdecken Sie das Geheimnis des Schalters in der Bibliothek. Schließen. Erledigt. Da haben wir schon erledigt. Okay. Nochmal das ganze Haus durchsuchen. Okay. Okay, da scheint es nicht mehr weiter zu gehen. Der Keller kann bis morgen warten. Okay, da waren wir schon. Müssen wir nicht hingehen? Aber da waren wir noch nicht, oder?
Im Widerspruch zu allem, was ich bislang über Großvater Edward erfahren habe, verehrt Lady Margaret ihn noch immer. Okay, da gibt's nichts mehr zu sehen. Warte. Es muss schwierig sein, hier alles sauber zu halten. Okay. Okay. Wisst ihr was? Wir gehen nochmal zu den Schreibtisch zurück, weil ich glaube, wir haben irgendetwas übersehen. Nochmal öffnen. Untersuchen. Irgendein Teil des Tisches scheint sich bewegt zu haben. Sehr gut. Zwei offen. Okay. Untersuchen. Weiß. Irgendwas stimmt nicht. Okay. Ah, warte mal.
Schwarz. Schwarz. Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Schwarz. Oder so. Okay. Irgendwas stimmt nicht. Okay, warte. Okay, schwarz-weiß. Schwarz. Schwarz. Weiß. Schwarz. Weiß. Ach, Mann! Irgendwas stimmt nicht. Warte, okay. Weiß. Weiß. Irgendwas stimmt nicht. Okay, schwarz, weiß, schwarz, weiß, weiß. Irgendwas stimmt nicht. Okay, warte mal. Schwarz, weiß, schwarz, schwarz. Nein. Irgendwas stimmt nicht. Gut denken, du gut denken, gut denken. Schwarz, weiß, schwarz, weiß, weiß. Okay. Irgendwas stimmt nicht. Schwarz, weiß, schwarz, weiß, weiß. Irgendwas stimmt nicht. Ah, ich bin nicht gut im Merken. Schwarz, weiß. Irgendwas stimmt nicht. Ach, verdammt, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Mann. Schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz, dreimal weiß, ich bitte. Zweimal schwarz. Zweimal weiß. Okay. Zweimal schwarz. Einmal weiß. Bitte. Bitte schwarz. Ah, wir machen Fortschritte. Was? Hab ich es geschafft? Cool. Ich wusste nicht mal, wie es geht. Jemand macht sich an meinen Nachforschungen zu schaffen. Ich bin mir sicher. Ganz sicher. Ich kann sie hören, wie sie flüstern und kichern. Sie schleichen herein, während ich schlafe. Hier lauert Gefahr. Ich muss meine Notizen im Herrenzimmer wegschließen. Ich mache mich auf, um diesem Schrecken ein Ende zu bereiten, komme was wolle. David, wenn du dies liest, bin ich tot. Den Mächten, die hier ihr Unwesen treiben, erlegen. Es tut mir leid, dass du in diese Tragödie
hineingezogen worden bist. Die Antworten, die du suchst, findest du in meinen Notizen im Herrenzimmer. Nutze sie. Pass auf dich auf. Ich hab dich lieb, Sohn. Ist das der Schlüssel, den Vater gemeint hat? So einen Schlüssel habe ich noch nie gesehen. Mir scheint, Vater wollte, dass ich ihn geheim halte. Nach oben drehen? Nach. Okay. Ah, Moment mal. Ah. Wow. Oh, hallo. Du hast mich erschreckt. Tut mir leid. Tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Hey, warte! Gefährliches Spiel. Lecker Energy. Wo ist er hin? Dann gehen wir mal in ein Herrenzimmer. Warte mal kurz. Finden Sie das Schloss, das zum Schlüssel passt. Ich weiß wo. Beim Herrenzimmer. Wo wir waren. Oben auf der Treppe. Geh doch raus von da! Ach. Nein, falsch. Das Schloss ist zu schwer, zu alt. Das wird nicht funktionieren. Entsperren? Schlüssel verwenden? Er passt nicht. Machen wir so. Okay, der kommt nach unten. Jetzt müsste er passen. Sesam, öffne dich. Hier hat jemand etwas gesucht. Entweder hatte er keine Zeit aufzuräumen, oder es war ihm einfach egal. Okay, so Leute, ich beende hier das Video. Und wenn euch meine Videos gefallen hat, lasst bitte ein Abo und ein Like da, das würde mich sehr freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir unten einen Kommentar hinterlassen. Ich werde das mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, Leute, vielen herzlichen Dank, dass ihr meine Videos supportet. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und ja, da werde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.